Also, ich stelle die Szenerie. Ihr wollt nochmal einen neuen Stufe 8er leichten Panzer der Deutschen haben. Denn ihr habt noch nicht genügend mit dem HWK, mit dem leichten Kampfpanzer 90 und mit dem Aufklärungspanzer Panther. By the way, wo ist der eigentlich? Ihr wollt also noch einen neuen haben, der mehr oder weniger nichts Neues bringt, weil die Kanone ist genau die gleiche, die Hash ist genau die gleiche. Was er bringt, ist eine Wobbelmechanik und schlechteren DPM. In einer Meta, in der es eine Burrask und einen Even 90 gibt. Und somit begrüße ich euch herzlich zu meiner Review vom leichten Kampfpanzer 70K. Ja, wie ich schon mal im Intro gesagt habe, dieses Fahrzeug hat mich in meiner Spielzeit nicht überzeugt. Aus dem Grund, es fehlt der DPM. Und wieso brauchst du noch einen leichten Panzer? Vor allem in der jetzigen Meta, wo der Burrask verkauft worden ist. Und hierzu möchte ich direkt mal ganz, ganz kurz einen Vergleich ziehen. Damit ihr es einfach mal entweder versteht, wie overpowered die Burrask ist oder wie nicht gut alle anderen Scouts sind im Vergleich zu Burrask. Ja, wie schon gesagt, der DPM, der ist Omega Maul. Könnt ihr sehen, der ist 300 weniger als alle anderen Fahrzeuge von den Deutschen. Ja, Even ist jetzt was anderes. Mir geht es um den Camo-Wert hier. Ja, der leichte Kampfpanzer hat den besten Camo-Wert der deutschen leichten Panzer-Premiums. Und das gar nicht mal so schlecht. Ihr könnt auch sehen, dass nach dem Schießen gar nicht mal so bad ist. Das Problem ist, die Burrask hat 19% Camo, wenn er steht. Also fast 3% mehr. Mit besserer Sichtweite. Unangenehm. Meinst du also, die Burrask ist sogar noch ein bisschen besser im Spotten, wenn sie steht? Ja, sie ist dafür schlechter in der Bewegung. Aber wisst ihr, was das Lustigste ist? Es ist gar nicht mal so viel. Es ist gar nicht mal so viel. Es ist 2%. Also wenn die Burrask LNE spielt, dann ist der Vorteil wieder aufgeraucht. Ja. Tja. Und das, jetzt kann ich eigentlich das Video schon beenden. Denn ihr habt alle Informationen, die ihr braucht, um zu wissen, dass es diesen Panzer nicht braucht. Für die Leute, die jetzt noch ein bisschen länger bleiben wollen, danke vielmals für die Watchtime. Und ich erkläre euch jetzt nochmal ein bisschen genauer, wieso der leichte Kampfpanzer, er kann funktionieren, aber die ganze Meta funktioniert momentan nicht mehr für leichten Panzer. Ich habe es ja jetzt gemerkt, wo ich die Ratatata-Lights gespielt habe, auf Stufe 8 und Stufe 9. Du musst nicht mehr Light spielen, wenn ein Even 90 und eine Burrask existieren. Sie sind die besseren Lights. Die Even 90 fürs Passive Scout und die Burrask für alles. Die Burrask, es ist ein Stufe 9er leichter Medium TD. Gut, es ist ein bisschen Cope. Ich weiß, es ist ein bisschen Cope, aber ja. Gut, der leichte Kampfpanzer hat als Gimmick halt Hash. AKA das gleiche Gimmick, was der M41 und der HWK30 haben. Er hat 102 mm Pen mit der HE, hat 320 Alpha. Das bringt natürlich ziemlich viel, denn der leichte Kampfpanzer kann dadurch mehr DPM rausbomben und vor allem gegen viele leichte Panzer ein bisschen dagegen bomben. Plus, ihr habt nicht das Problem wie bei den tschechischen leichten Panzer, die nur 37 mm Pen haben, beziehungsweise 50 mm Pen, dass ihr in Ketten und so stecken bleiben könnt, da ihr immer noch genügend Pen habt, um eigentlich immer zu penetrieren, auch durch Ketten durch. Aber, eben, jetzt kommen wir wieder von vorne ran. Problem ist, ihr habt einen sehr, 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 sehr schlechten Nachladezeit. Die ist lange und die ist unangenehm. Wir reden hier von 8,5 Sekunden Nachladezeit im Vergleich zu den 7,2 oder 6,6 vom M41 und dem HWK. Das ist halt schon mal ein großer Unterschied. Und während ihr APCR habt als Standardmunition, beziehungsweise die auch ziemlich gute Pen hat mit 190 und auch die Goldmunition mit 260 nicht schlecht ist mit Heat. I don't know. Alles zeigt mehr oder weniger darauf, dass der leichte Kampfpanzer 70 kein leichter Panzer ist mit einer funny Kanone, sondern ein Medium ist auf Stufe 8 mit schlechten DPM, dafür aber die Option, dass du während der Fahrt nicht gespottet werden kannst. Oder während der Fahrt die gleichen Spotwerte hast wie ein leichter Panzer. Weißt du? Das ist so ein bisschen das Gimmick. Das heißt eigentlich, es ist kein Scout, sondern es ist ein Damage-Panzer. Damage-Scout. Und vor allem das, das ist schwierig zum Spielen für viele, viele Leute, glaube ich. Eieieiei. Klar, die meisten Karten sind nicht Scout-technisch gut gesehen, aber
Ich sehe es ja momentan mit der Schlemmer und dem Blesk und dem Tesco. Es ist nicht gerade einfach, diese Fahrzeuge richtig zu spielen. Das Gunhandling vom leichten Kampfpanzer ist während der Fahrt gut, Einzelzeit nicht gerade so super Knorke. Die Mobilität ist auch nicht gerade etwas, wo ich jetzt sagen muss, insane. 60 km/h top ist okay. Verstehe mich jetzt nicht falsch, ist okay. Aber auch nicht, wo ich sagen muss, oh mein Gott, das ist insane. Eben, even 90 geht 79. Pferdestärken pro Tonne sind okay. 20 km/h im Rückwärtsgang ist okay. Das Gimmick, das wir haben hier, und das kann ich euch jetzt direkt gleich auch zeigen mit dem 3D-Modell, ist halt, ihr habt bis zu 17 Grad negativen Kanonenrechtwinkel. Ja, denn ihr habt normal, habt ihr schon mal hier, glaube ich, was sind es? 10 Grad, ne? Ihr könnt sehen, er fängt an zu wobbeln. Hup, 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 hup. Das ist viel. 17 Grad ist viel. Ja, ich habe es nicht über die Seite. Über die Seite habt ihr nur 10 Grad. Aber über einen ziemlich großen Winkel von vorne habt ihr 17 Grad. Das heißt, ihr könnt viele Positionen interessant anspielen. Und sind wir jetzt mal ehrlich, wenn wir jetzt die Wanne hier abschneiden, ne? Dann habt ihr nur das hier als Turm, das beschossen werden kann. Und das kann mal schwierig werden. Und eben, da fällt mir jetzt wieder in den Kopf ein. Der leichte Kampfpanzer 70 ist viel mehr ein Damage-Dealer als ein Scout per se. Und vielleicht muss ich das jetzt nochmal viel, 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 viel akkurater ausprobieren. Jetzt dann, wenn der dann wirklich live draußen ist und den halt viel mehr abusen. Aber I don't know. Dazu kommt halt eben wieder, ihr habt nicht eine genug schnelle Nachladezeit. Wenn wir jetzt die HE laden, haben wir 2200 dpm, das nicht schlecht ist, aber er braucht immer noch mehr als eine halbe Minute, um eine Burrasque zu töten im 1 gegen 1. Und wisst ihr, was das heißt? Die Burrasque tötet euch. Denn die Burrasque hat in einer halben Minute sicher nachgeladen. Und die Burrasque, die macht Aua. Ja, darum, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass einfach momentan Stufe 8er Scouts mehr oder weniger keine Daseinsberechtigung haben. Oder ob ich einfach schlecht gespielt habe, you know? Das sind so die Fragen. Was ich noch anmerken möchte, was mir auch noch ziemlich wichtig ist, dass ihr das im Kopf behaltet, mit den neuen tschechischen Lights, die unterwegs sind, die auch ziemlich frech sein können mit ihrem HE-Gebumse. Der Blesk hat 37 mm Panzerung. Das heißt, die Wanne wird für ihn hier nicht 100% Pen sein. Und die Oberwanne, das ist nicht ein Bounce, aber das wird nicht gepennt. Der Turm kann vielleicht gepennt werden. Heißt also, frontal kann der Blesk euch nicht 100% aus dem Leben treten. Der Seite, da ist es wieder anders. Weil guckt mal an, wie klein die Ketten sind. Das ist ultra unangenehm, dass hier eigentlich nicht zusätzliche Kettenpanzerung ist. Das heißt eigentlich, die ganze Zeit kann er hier durchschießen und euch super, super, super easy pennen. Und frontal natürlich genau das Gleiche. Ne? Ihr könnt es hier sehen, das ist halt alles hinten, meine ich. Frontal vor allem dann der Slamer, der Stufe 9er, der kann euch auch definitiv aus dem Leben treten. Natürlich, ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr natürlich Hold Down steht, dann wird das für den Blesk bzw. den Slamer viel, viel schwieriger. Und auch eben, hier kommt wieder das Argument. Eigentlich ist der leichte Kampfpanzer, wie der Name sagt, ein Kampfpanzer. Leicht ist er auch, ja, 26 Tonnen. Actually gar nicht mal so bad zum Rammen, würde ich jetzt mal behaupten, mit der 40 mm Front, 25, 30 mm Frontpanzerung hier. Kann funktionieren. Mit dem neuen RAM-Skill würde es wahrscheinlich sogar funktionieren, aber ja, eben 25 Tonnen, not too bad, man kann damit rammen, aber ich glaube, ich muss wirklich ausprobieren, dieses Fahrzeug mal komplett nicht auf Spotten oder so zu spielen, sondern komplett nur auf Buddy. Ich möchte Damage, 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 Damage machen, weil du kannst dieses Ding wirklich nur auf Proko oder Mali, musst du den auf Scout spielen. Und dann spielst du dann wirklich mit CVS, mit Optiken und mit Low Noise Exhaust System, mit LNE oder niedrige Puff, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Kann er funktionieren als Gimmick? Ja, er kann funktionieren als Gimmick. Solltet ihr jetzt unbedingt Lootboxen kaufen, um dieses Fahrzeug zu kriegen? Nee, überhaupt nicht.
Eben, vielleicht ist es ein Skill-Issue, vielleicht bin ich einfach zu getriggert, da ich momentan Blesk Slamer gespielt habe und permanent Burasten und Even 90 sehe und langsam einfach so eine dicke Schlagader kriege, da unten, oder da Krampfader, da Schlagader kriege, weil ich kann diese Fahrzeuge langsam nicht mehr sehen. Oh, ich krieg so einen Hass auf diese Dinger. Aber, I don't know, es ist halt, ich muss es ausprobieren. Ich würde euch vielleicht empfehlen, dass ihr bei meinem Streams vorbeischaut, wo ich diese Fahrzeuge sicher nochmal ausfahren werde und nochmal probiere, meine Punkte nochmal zu reiterieren, die ich jetzt gezeigt habe im Video. Aber dieses Fahrzeug, es überzeugt mich nicht. Es überzeugt mich wirklich nicht. Wenn es Even und Burask nicht geben würde, würde ich sagen, ja, macht Sinn, denn er ist kleiner als der HWK und der M41. Und die beiden muss man auch als Kampfpanzer spielen. Und ich habe den HWK gemocht. Das liegt aber auch daran, der HWK hat nochmal 330 Meter mehr Sichtweite, ne? Das ist schmackhaft. Ein HWK hat halt den Vorteil, dass, weil er, auch wenn er ein bisschen schlechtere Kamo hat, die zusätzliche Sichtweite, 30 Meter mehr, erlaubt es ihm entweder ohne Optiken zu spielen und dann voll auf Damage zu gehen, was er ziemlich gut kann. Oder es erlaubt euch halt, noch mehr Camo-Breaking zu haben und somit eigentlich ein sehr, sehr guter Passive-Scout zu sein. Ja, also von mir persönlich, es ist definitiv nicht ein Must-Have, auch wenn er ein Gimmick hat mit den 17 Grad Gun Depression. Aber, I don't know. Vielleicht bin ich hier falsch, vielleicht habe ich mich falsch eingeschätzt. Vergesst nicht, in meinem Stream vorbeizuschauen. Die definitiven Streamzeiten sind momentan Donnerstag und Freitagabend, späterer Nachmittag. Nicht vergessen vorbeizuschauen, auch zu abonnieren fürs YouTube-Video und auch fürs Followen auf Twitch, denn ich habe jetzt die letzte Zeit auch am Abend gestreamt, einfach wenn ich Bock habe. Und ihr werdet da diverse Funny Moments. Naja, Carline geht da einigermaßen, wenn du mit, nur aber nur mit Middle Control. Ja, schmeiß ihn rein, Raging. Ja, warte. Raging versucht gerade einen Jump, schafft er. Genau. Welchen probiert sein DPT zu passen? So, den dann springen wir von da oben und dann so da runter. Ja? Aber mit Anlauf. Das sollte reichen. Nevermind. Und darum fahre ich keine EBR Races. Weil die Kurve zu kurvig war. Alter! Raging, ich kann nicht mehr, hallo! Ich hab's halt nicht mal selber sich nicht mal Fahrtenfall kriegt, Leute. Mann, wer trollt, fliegt, also. Also ich troll ja nicht! Vielleicht kriegst du dann mal eins, Raging. Raging, genau. Da der Stein, der ist gut. Jetzt hat er nicht mal den Stein erwischt, wenn du jetzt überlebst. Ah, der ist! Er hat vor dir jetzt, Raging, nimm ihn vor dir. Na, weißt du, er trollt nicht, er ist halt wirklich so, das ist vollkommen ernst. Wie schlecht ja, jetzt, kann man jetzt denn aber sein? Feierabend hier, Raging. Komm jetzt! Was? Mann! Der Striff muss ich noch erlösen, wirklich. Oh, Raging, wie kacke. Also ist Schweizer am Steuer, sowas ähnliches wie Frauen am Steuer? Copes, Molls, Thieves und Brainrot-Szenen. Mein Name ist Raging Raptor, ich danke euch fürs Zuschauen und man sieht sich im Video. Cheers!